Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 8. Ein RC-System, das auch unter Wasser funktioniert. Für meine beiden bürstenlosen Motoren benötige ich passende Steller. Ich benutze welche, die eigentlich in Hubschraubern verwendet werden. Diese habe ich mit einer alternativen Firmware von Simon K. versehen, damit sie Vorwärts- und Rückwärtslauf unterstützen. Einen Link zu dieser Firmware findet ihr in der Beschreibung. Diese Steller hier können eine Betriebsspannung von bis zu 24 Volt verarbeiten und liefern dem Motor einen Strom von bis zu 40 Ampere. Am Servoanschluss stellen sie 5,5 Volt zur Verfügung, die mit bis zu 3 Ampere belastet werden können. Man kann hier sehen, dass ich die Motoranschlusskabel durch Silikonschlauch gefädelt habe. Das dient dazu, die Kabel zu schützen, wo sie durch die Metallspanten gefädelt werden. Der linke Steller, den ich hier gerade einbaue, versorgt mit seinen 5,5 Volt die Komponenten aus dem vorderen Technikgerüst. Das sind zwei Servos, der Tauchtank und der Bürstenmotorsteller für die Schlauchpumpe. Dazu sollte der zur Verfügung stehende Strom von 3 Ampere locker ausreichen. Am rechten Motorsteller, der das hintere Technikgerüst mit 5,5 Volt versorgt, habe ich zwei zusätzliche Kabel angebracht, die von den Akkuanschlusskabeln abzweigen. Das habe ich gemacht, damit dieser Steller den Stromversorgungssternpunkt darstellt. So vermeide ich störende Brummschleifen. Die 5,5 Volt dieses Stellers versorgen auch nur zwei Servos und die hintere Tauchtankelektronik. Jetzt muss ich die beiden Motorsteller noch an der vorgesehenen Position fixieren. Dazu benutze ich das gleiche Klammersystem, das ich schon im vorderen Technikgerüst zur Fixierung der Kabel benutzt habe. Die Klipse, die ich hier benutze, sind nach dem Aufsetzen auf die Gewindestange auf dieser nicht mehr verschiebbar. Daher positioniere ich sie mit der Hilfe eines Lineals, damit nachher alles schön gerade und an der gewünschten Stelle ist. Der hintere Bügel kann einfach eingesetzt werden, indem man seine Haken über die Kabel der Steller schiebt. Um den vorderen einsetzen zu können, muss man vorübergehend die Steller aus dem Weg räumen. Nur so kommt man mit den Haken des Bügels an den Stellern vorbei. Nachdem die Bügel aufgesetzt sind, kommen die Steller in ihre endgültige Position. Jetzt müssen nur noch die beweglichen Klipse, mit denen alles fixiert wird, eingebaut werden. Sobald ich die verschraubt habe, sitzt alles schön fest. Die Motorsteller liegen mit ihren Kühlflächen am Aluminiumzylinder des Tauchtanks an. So benutze ich den Tauchtank, um Wärme, die eventuell in den Stellern entsteht, abzuführen. Im oberen Bereich der Bügel sind Löcher vorgesehen, durch die ich Kabel fädeln kann. Mit deren Hilfe verlege ich hier das Tiefenruder-Servokabel von hinten nach vorne. Und genauso verfahre ich mit dem Steuerkabel für die hintere Tauchtankelektronik. Das Seitenruder-Servokabel benötigt eine Verlängerung, damit es ganz bis nach vorne reicht. Aber sonst wird es genauso verlegt wie die anderen Leitungen.
Ich zeige euch nun das vermutlich wichtigste Teil in meinem Boot. Das ist ein Elektronikmodul, das die Wünsche des Steuermanns und alle möglichen Sensorinformationen kombiniert, um das unter Wasser agierende Boot sicher steuern zu können. Dafür habe ich folgende Baugruppen integriert. Ich habe 9 Servoausgänge. Das hier sind 16 Schaltausgänge, mit denen man beispielsweise LEDs ansteuern kann. Das hier ist ein Verpolschutz, der verhindert, dass was kaputt geht, wenn man die Batterie falsch rum anschließt. Und dieser Schaltungsteil wertet den Drucksensor aus, damit jederzeit bekannt ist, wie tief das Boot im Wasser liegt. Und das hier ist der Drucksensor, der mit diesem Schlauch mit dem Wasser verbunden ist, in dem das Boot fährt. Dann brauche ich noch eine Schaltung, die aus der Betriebsspannung, die zwischen 6 und 28 Volt liegen darf, die interne Versorgungsspannung generiert. Ein ganz wichtiges Teil ist der Sensor, der Informationen über die Lage des Bootes registriert. Ohne diesen ist ein schnelles Boot unter Wasser überhaupt nicht steuerbar. Und natürlich haben wir einen Mikroprozessor, der die komplette Steuerung des Bootes organisiert. Das sind Funktionen wie Lageregelung, Mischer, Auswerten des PPM-Signals vom Empfänger und automatisches Auftauchen im Fehlerfall. Für alle, die sich dafür interessieren, was dieses Board noch so alles kann, habe ich in der Videobeschreibung einen weiterführenden Link angegeben. Selbstverständlich baue ich dieses wertvolle Teil in ein selbst konstruiertes und gedrucktes Gehäuse ein. Damit die Bewegungssensoren auf diesem Board korrekt funktionieren, muss es fest mit dem Boot verbunden sein. Deshalb verschraube ich es mit dem Endspann des hinteren Technikgerüstes. Ich benutze einen Abstandshalter, damit Platz für den Verschlussbolzen ist, der auch auf dem letzten Spann montiert ist. Jetzt müssen noch alle elektrischen Komponenten des Bootes mit dem Steuermodul verbunden werden. An diesem kurzen Kabelbaum liegen alle Signale an, die für das vordere Technikgerüst zuständig sind. Der Verbindungsstecker wird axial verschiebbar auf dem Spann montiert. So ist ein Toleranzausgleich möglich, wenn er auf seinen Gegenpart aufgesteckt wird. Alle Steckverbinder, die zu den Servoanschlüssen des Moduls führen, sind mit Zahlen kodiert. So kann ich beim Aufstecken immer die gleiche Reihenfolge einhalten. Nummer 1 führt zur Schlauchpumpe, Nummer 2 zum Ruderausklappservo, 3 zum vorderen Kolbentank, 4 zum vorderen Tiefenruder und 5 zum linken Motorregler. Um den letzten Spann auf das Technikgerüst montieren zu können, muss ich noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Genau wie im vorderen Technikgerüst wird auch im hinteren ein eigener elektronischer Schalter verbaut. Beide Schalter werden gleichzeitig angesteuert. Dazu ist im vorderen Technikgerüst ein Magnetsensor installiert, sodass ich das komplette Boot von außen ein- und ausschalten kann. Auf eine der Gewindestangen setze ich ein Stück Silikonschlauch auf. Hier laufen nachher die Powerkabel dran vorbei. Und ich möchte nicht, dass sie durch das Gewinde beschädigt werden. Jetzt muss ich nur noch alle Kabel aus dem Weg räumen. Und kann dann endlich den Endspann aufsetzen. Natürlich darf ich nicht vergessen, das Steuerkabel für den elektronischen Schalter anzuschließen. Jetzt schließe ich noch die elektronischen Komponenten des hinteren Technikgerüstes an das Steuermodul an. Es ist zwar im Video nicht zu erkennen, auch hier sind die Kabel mit Nummern markiert, um Verwechslungen auszuschließen.
Nummer 6 steuert das hintere Tiefenruder an, 7 den hinteren Tauchtank, 8 das Seitenruderservo und schließlich 9 der rechte Motorregler. Jetzt, wo alle Stecker aufgesetzt sind, kann ich den Spand weiter auf das Technikgerüst aufschieben. Und die letzten Scheiben und Muttern anbringen. Die Kontermuttern auf der Gegenseite werden mit Gefühl angelegt, damit man den Spand nicht verzieht. Die Muttern habe ich dann noch offscreen beidseitig gleichmäßig angezogen. An den linken Motorsteller wird jetzt noch das zweite Ende des Steuerkabels und das Stromversorgungskabel angeschlossen. Und hier verbinde ich den Schlauch des Drucksensors mit dem Schlauch, der aus dem Druckkörper raus ins Wasser führt. Jetzt fehlt noch ein Empfänger. Ich habe mich entschlossen, in diesem Boot ein RC-System zu benutzen, das im 868 MHz Band arbeitet. Dieses RC-System ist für den Modellflug entwickelt worden und deshalb auf geringes Gewicht optimiert. Außerdem liefert es an seinen Ausgängen nur 3,3 Volt Pegel. Deshalb habe ich für diesen Empfänger ein Mainboard entwickelt, das die Ausgangssignale auf 5 Volt Pegel umsetzt und 7 Servosignale und ein PPM-Signal ausgibt. Die Schaltung und die Gerber-Files für die Platine habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Den winzigen Empfänger löte ich auf mein neues Mainboard. Und dann baue ich das gesamte Konstrukt in dieses selbstgedruckte Gehäuse ein. Ich denke, so ist der Empfänger für den Betrieb in meinem Boot robust genug. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum betreibe ich diesen ganzen Aufwand und benutze nicht ein normales RC-System im 2,4 GHz Band? Die Reichweite unter Wasser nimmt mit steigender Sendefrequenz ab. Deshalb sind 2,4 GHz Anlagen, wie sie heutzutage üblich sind, für den Betrieb eines Modell-U-Boots ungeeignet, da die Reichweite unter Wasser nur wenige Zentimeter beträgt. Aus diesem Grund haben wir unsere Modell-U-Boote in der Vergangenheit immer mit alten 40 MHz RC-Systemen betrieben. Es ist fraglich, wie lange das 40 MHz Band noch für den Modellbaufunk lizenziert wird und somit ein legaler Betrieb möglich ist. Bei der Suche nach Alternativen sind wir auf ein Funksystem gestoßen, das im 868 MHz Band mit moderner digitaler Übertragungstechnik arbeitet. Im normalen Fahrbetrieb, bei dem das Boot normalerweise nicht tiefer als einen Meter taucht, hat sich gezeigt, dass man mit diesem Funksystem deutlich größere Reichweiten als bei 40 MHz Systemen erzielt. Daher haben wir schon einige Boote auf das 868 MHz Bandsystem umgerüstet. Den soeben fertiggestellten Empfänger verbinde ich über seinen PPM-Ausgang mit dem Steuermodul des Bootes. Die Antenne habe ich mit einem Stück Silikonschlauch ein wenig verstärkt. So kann ich sie auch gut in den Halteklammern fixieren. Ich bin nicht sicher, ob die Positionierung der Antenne direkt über dem Aluminiumzylinder des Tauchtanks zu Empfangsproblemen führen wird. Ich werde das testen und gegebenenfalls werde ich die Position des Empfängers mit seiner Antenne noch verändern. Deshalb habe ich den Empfänger hier noch nicht endgültig im Boot fixiert. Jetzt muss nur noch das Powerkabel des rechten Motorstellers am elektronischen Schalter angeschlossen werden. Und sobald ich die Akkupacks am elektronischen Schalter angeschlossen habe, ist das hintere Technikgerüst betriebsbereit. Das verifiziere ich noch, indem ich alle Komponenten einmal ansteuere. Die Antriebsmotoren funktionieren.
Genau wie das Seitenruderservo und das Tiefenruderservo. Auch der hintere Tauchtank lässt sich steuern. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch hier noch einmal das Schaltbild des hinteren Technikgerüstes. Und das war's dann auch schon wieder für heute. In der nächsten Folge gibt's zu sehen, wie ich die Ansteuerung der hinteren Ruder realisiert habe. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!